fast 150 Straftaten und für jede eine Tätowierung am Körper. Wilhelm Bunz ist ein Totschläger und wird seinerzeit sogar über die TV-Serie Aktenzeichen XY ungelöst gesucht. Vor Gericht sagt selbst sein Vater: Es gibt nichts Gutes an meinem Sohn. Bitte führen Sie die Todesstrafe wieder ein. Heute ist der ehemalige Schwerverbrecher mein Gast. Herzlich willkommen bei ERF Mensch Gott und hallo hier im Studio Wilhelm Bunz. Vielen Dank. Ja, Sie hatten einiges auf dem Kerbholz, kann man sagen, und haben sogar einen Spitznamen bekommen, Blutbad Willi. Wie kam es dazu? Gut, den Namen bekam ich schon als Kind. Es war für mich einfach eine Lust, andere Kinder zu schlagen. Mhm. Und ich habe immer so lange geschlagen, bis die Leute geblutet haben. Und da bekam ich in der Schule den Namen, aufpassen, der Blutbad Willi kommt. Mhm. Was hat Sie so gereizt, dass Sie Ihre Schulkameraden einfach verprügelt haben? Weiß ich nicht. Mhm. Kann ich nicht sagen. Ja. Weiß ich nicht. Ja. Ich weiß nur die Ärztin, wo ich noch ganz klein war, hat mal zu meinem Vater gesagt, es wäre gut, wenn sie keine anderen Kinder hätten. Denn dieser Junge wird sie ihr Leben lang auf Trab halten. Mhm. Dieses Kind ist zu 100% geistig behindert. Und er wird nie normal sein. Er wird nie normal lachen können. Er wird nie normal weinen können. Er wird nicht mal sprechen können. Und heute rede ich so gern. Ja. Ja. Es ist unglaublich. Wir hören auch noch einiges von Ihnen. Noch mal zu der Situation zurück. Es wird doch niemand aus heiterem Himmel so böse. Wodurch sind Sie geprägt worden, dass Sie so aggressiv waren? Gut, man sagt ja, die ersten 2, 3 Jahre im Leben eines Kindes prägen den Menschen. Meine Mutter hat mich ja ausgesetzt. Gell? Ich wurde irgendwann mal ausgesetzt. Und es hat sicherlich damit zu tun, dass ich anders war wie andere Kinder. Mhm. Ich hab schon begonnen, mit 4, 5 Jahren schon begonnen, den anderen die Geldbeutel zu stehlen. Damals, als ich in die Schule kam, dann haben die Lehrer gefragt, was wollte alles später warten. Eine sagt, Krankenschwester, Feuerwehrmann, Pilot. Und Willi, was willst du warten? Ich werde Gangster. Warum ich aber Gangster werden wollte, weiß ich nicht. Aber ich habe alles daran getan, dass ich einer der besten Gangster wurde. Ja. Ihre leibliche Mutter hatte Sie damals ausgesetzt. Sie sind praktisch ein Findelkind. Ja. Und haben sich immer dann auch als Kind fürchterlich aufgeführt. Wie hat versucht Ihr Vater, Sie in den Griff zu kriegen? Es gab zwei Möglichkeiten. Entweder er hat mich runtergenommen in den Keller. Mein Vater hatte so Arbeitsschuhe mit so Nägeln unten drin. So Nägel unten drin. Da hat er mich mit den Schuhen auf den Kopf geschlagen. Oder mein Vater hat mich mitgenommen in den angrenzenden Wald, dass man meine Schreie nicht so hört. Mein Vater war, bevor er gläubig war, ein sehr jähzorniger Mann. Das heißt, im Wald hat er Sie dann auch verprügelt? Furchtbar verprügelt. Ich wurde mal so verprügelt, dass mein Hemd hinten festgeklebt war vom Eiter. Und das hat dann ein Lehrer mitgekriegt und hat meinen Vater dann auch angezeigt, aber es kam nichts dabei raus. Mhm. Ja. Aber da kann ich mir auch gut vorstellen, dass man dann erst recht aggressiv wird, oder? Ich hatte nie Respekt vor meinem Vater. Mhm. Ich hatte nie Respekt vor meinem Vater, weil irgendwie habe ich mich verraten gefühlt. Ja. Ja. Die Kinder dann von der zweiten Frau, bei denen lief alles gut und bei mir. Ich bekam keinerlei Zuwendung. Ja. Gell? Keinerlei Zuwendung. Sie sind dann auch in ein Heim für Schwererziehbare gekommen. Sie sind von einer Einrichtung in die nächste, weil es einfach unmöglich mit Ihnen war. Und irgendwann haben Sie beschlossen, jetzt fliehe ich. Ja. Wie haben Sie das angestellt? Ja, ich war damals in dem Heim in Schongau. Ein Freund von mir, der wollte ebenfalls abhauen. Nehmen wir das Auto vom Erzieher nachts geklaut. Und dann sind wir losgefahren. Ich saß am Steuer. Weißt du, was da denke? Und dann bin ich gefahren nachts von links nach rechts, bis mein Freund sagte, du, von rechts kommt Polizei. Ich dachte, die sind wegen mir unterwegs. Und ich suchte die Bremse und ich fand die Bremse nicht mehr. Und der Wagen wurde immer schneller. Mhm. Und dann ist der Polizeiwagen so eingebogen, ich bin frontal in die Fahrerseite reingedonnert. Der Fahrer war sofort tot, der andere saß bis zu seinem Lebensende im Rollstuhl. Das hat
ein ganz schlimmes Ende genommen. Der Mann am Steuer, der Polizist, hat es nicht überlebt. Der war sofort tot. Ja. Ja. War das nicht ein Wachmacher für Sie? So war mir egal. Mhm. Ich habe keinerlei Gefühle gehabt. Mhm. Also ich habe ja die Unfallbilder gesehen. Dass überhaupt noch jemand da rauskam, ist ein Wunder. Ich hatte keinen Kratzer. Und irgendwie ist es komisch. Mhm. Gell? Und dann wurden wir geschnappt und ich kam in U-Haft. Und ich habe meinem Vater geschrieben. Und mein Vater war im Pitztal im Urlaub und kam zu Besuch. Und ich wusste, mein Vater, der ist so stark, der kann mich da rausholen. Und auf einmal heißt es, ich habe Besuch. Und haben sie mich da in Fußketten und Handketten haben sie mich da runtergeführt. Und mein Vater stand so da und hat die Arme ausgebreitet. Und dann holt er aus und haut mir links und rechts eine rein, dreht sich schweigend um und geht. Und ich sag dir ganz echt, das war für mich schlimmer als die anschließenden 14 Jahre Gefängnis, die ich hinter mir habe. Mhm. Dass mein Vater mir den Rücken zugewandt hat. Und es gibt von Kind nichts Schlimmeres, als wenn Papa und Mama einen den Rücken drehen. Ja. Nach dieser ersten U-Haft, wo Sie als Jugendlicher ins Gefängnis kamen, danach sind Sie erst recht kriminell geworden. Sie haben Banküberfälle gestartet, Sie waren im Waffengeschäft, Sie haben sogar einmal Prostituierte nach Deutschland geschmuggelt. Und es kam dann dazu, dass Sie auch einen Menschen totgeschlagen haben. Wie? Ja gut, dieser Mensch, der hat mich den ganzen Tag damals genervt. Der wollte immer, dass ich ihm eine spezielle Frau besorgen soll. Ich sage, lass mich in Ruhe. Mhm. Der lief hinter mir her und hat mich so von hinten so geschnappt an der Schulter. Und ich hab sofort zugeschlagen. Und dann ist er auf den Boden gefallen. Und dann habe ich ihm den Kopf auf dem Randstein zertrümmert. Und so ist der Mann damals gestorben. Gell? Aber es hat mir nicht leid getan. Ich habe mir gedacht, der hat es verdient. Mhm. Mir war das so egal. Ja. Ich hatte, wie gesagt, 0,00 ja. Gefühle mit meinen Opfern. 0,0. Total abgestumpft und ja, als Verbrecher gesucht. Es wurde nach ihnen gefahndet, selbst über diese TV-Serie XY ungelöst. Ja. Und dann wurden sie aber schließlich geschnappt. Wie war das für Sie? Ja gut, ich war auf St. Pauli, ich war auf der Flucht, lebte auf St. Pauli. Eine Bardame erkannte mich, hat Davidswache angerufen. Gab es eine kleine Schießerei und ich wurde verhaftet. Und dann haben sie mich sofort nach Stammheim gebracht und habe dann damals auch die Leute von RAF kennengelernt. Andreas Bader, Rücke Meinhof, Gudrun Enzel und so weiter. Mhm. Mhm. Und war dann in Stammheim bis zum großen Prozess in Ulm. Ja. Ihr Vater war auch anwesend. Der war als Zeuge geladen, genau. Ja, und warum hatte man Ihren Vater als Zeuge geladen? Der Richter dachte sich, Mensch, es muss doch irgendjemand geben, der irgendetwas Positives über mich sagen kann. Es waren über 100 Zeugen geladen und alle Zeugen haben nur erzählt, was für eine Hölle sie mit mir erlebt haben. Und da haben sie gedacht, Mensch, wenn jemand von der Familie kommt, vielleicht lernen wir den Wilhelm Bunz mal kennen, wie er ist. Und dann fragt der Richter, gibt es denn überhaupt nichts, was positiv ist? Mein Vater sagt, nein, es gibt nichts. Und da hat der Richter gesagt, Sie können gehen. Da sagte er, ich habe noch einen Wunsch. Mein Vater sagte, bitte, ich habe noch einen Wunsch. Da sagt noch der Richter, wir sind nicht hier, um Wünsche zu erfüllen. Aber vielleicht können wir Ihnen doch helfen. Um was geht's denn? Und dann laufen meinem Vater die Tränen runter. Und er sagt, bitte, bitte, bitte führen Sie die Todesstrafe wieder ein. Und vollziehen Sie bitte die Todesstrafe meinem Sohn. Nicht, dass ich mein Kind nicht liebe. Ich liebe meinen Sohn. Aber wir können nicht mehr. Der hat unsere ganze Familie zerstört. Ja. Wir können nicht mehr. Trotzdem ein totaler Hammer, wenn der eigene Vater sagt oder empfiehlt, die Todesstrafe wäre besser. Ja. Ich kann ihn heute verstehen. Ja. Wie haben Sie darauf reagiert? Ich habe meinem Vater nur hinterhergerufen und dafür töte ich dich. Mhm. Und mein Vater weiß, wenn sein Sohn was verspricht, dann hält er das. Ja. Aber er wurde nicht getötet. Das Urteil, 14 Jahre Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Genau. Sie waren 22, hatten jetzt viel, viel Zeit im Gefängnis, unter anderem auch
zu rauchen, obwohl das in der Arrestzelle ja verboten war. Das war verboten. Wie haben sie es trotzdem hingekriegt? Gut, es gibt ja Gefangene, die sind dafür zuständig, um Essen zu verteilen. Und da gab es einen Gefangener, der war zuständig, die Arrestzellen zu putzen und so weiter, dass alles in Ordnung ist. Und der hat mir, früher gab es Toiletten, die hatten unten noch so einen Rand. Da hat er mir Tabak reingeschmuggelt und Zündhölzer. Aber es gab kein Papier. Mhm. Da bin ich zum Pfarrer gegangen. Sag ich, oh, Herr Pfarrer, ich hätte so gerne Bibel. Und der Pfarrer hat sich gefreut. Ah, vielleicht ändert er sich jetzt, dem gebe ich doch gerne Bibel. Und habe dann innerhalb von 6 Jahren immer wieder eine Seite aus der Bibel rausgerissen, habe sie vorne und hinten gelesen, dann habe ich 4 Teile draus gemacht, dann habe ich es geraucht und habe dann innerhalb von 6 Jahren das komplette Alte Testament durchgeraucht. Mhm. Und kam dann noch zum Rauchen bis ins Neue Testament. Ja. Dafür sind Sie bekannt geworden, man nennt Sie heute der Bibelraucher. Der Bibelraucher, ja. Genau. Die Seiten, die Sie vorher sogar gelesen haben, haben die Bibeltexte was bei Ihnen ausgelöst? Nein. Ich habe die Bibeltexte eigentlich gelesen, um Gott eine auszuwischen. Ja. Weil mein Vater sagte immer, nachdem er sich bekehrt hatte, wir haben einen Gott der Liebe. Wo war denn deine Liebe bei mir, oh Gott? Gott hat mit jedem Leben einen Plan. Ja, war dein Plan, dass ich hier im Zuchthaus verreck? Und ich habe dann einfach immer wieder voller Hohn die Bibel gelesen. Ja. Und irgendwann komme ich zum Rauchen in die Bergpredigt. Und da kommt einmal Salz und einmal Licht. Und das erste Mal in meinem Leben habe ich mal über mich selber mal nachgedacht. Wo war denn Licht in deinem Leben? Mensch, da war kein einziges Licht da. Du bist eine taube Funzel gewesen. Mhm. Wo war in deinem Leben Salz? Salz, das ist ein guter Geschmack an der Suppe. Oder wenn es glatt ist, streuen. Ich war bitteres Gift. Und habe dann aber mit Gott geredet, an den ich gar nicht glaubte. Und sagte, man sagt immer, dass du ein starker Gott bist. Wenn du wirklich was mit meinem Leben vorhast, dann müsstest du in der Lage sein, mich zu verändern. Aber ich lass mich nicht verändern. Und wenn du stärker bist wie ich, dann musst du mich besiegen. Ich bin so ein Kämpfer gewesen. Ich wollte immer besiegt werden. Und ich selber habe mir gar nichts gemacht. Also beim Neuen Testament, bei der Bergpredigt im Matthäusevangelium, da fing es an, dass die Texte, was bei Ihnen ausgelöst haben, ihr seid das Licht der Welt, haben Sie gesagt. Ja. Da haben Sie angefangen zu überlegen und haben sich praktisch dadurch dann mit Gott angelegt. Ich habe mich richtig angelegt mit Gott, ja, genau. Nach dem Motto, versuch's doch mal. Genau. Versuch doch mal, aus mir Licht zu machen, so ungefähr. Oder nee, einfach verändere mich, wenn du mich verändern kannst. Ja. Gell? Ja. Und hat mich verändert. Mhm. Aber ich selber merkte mir gar nichts. Sie haben nichts gemerkt, aber wer hat was gemerkt und wie? Mein Freund, mein Zellennachbar, der Dieter. Er kommt eines Tages zu mir und sagt, sag mal, Willi, bist du krank? Bist du krank? Sag ich, nö, wieso? Sagte, du, irgendwas mit dir stimmt nicht. Du hattest schon Wochen keine Schlägerei mehr. Du wirfst den Beamten das Essen nicht mehr hinterher. Was ist los mit dir? Bist du krank? Und dann fiel mir ein, den Deal, den ich mit Gott gemacht habe. Der Gefängnisdirektor bekam mit, da passiert irgendwas. Mhm. Da passiert was. Mhm. Wahrscheinlich zieht er wieder eine riesen Show ab. Er versucht wieder mal zu fliehen. Und er beobachtete mich. Merkte euch doch was dran und hat sich dann mit der Strafverstreckungskammer in Verbindung gesetzt. Und dann hieß es auf einmal, am 15.02.85 werde ich entlassen. Mhm. Und dann ging das Elend erst richtig los. Mhm. Ich hatte noch ein halbes Jahr vor mir. Nochmal zurück zu dieser Veränderung. Sie hatten Gott gebeten, Sie zu verändern. Mhm. Ja, haben selber nichts gemerkt. Ab wann haben Sie selber was gemerkt? Eigentlich erst, als ich ein Bibelwort bekam, wenn ihr eure Sünden bekennt, ist er treu und gerecht. Mhm. Da merkte ich, da passiert gerade was. Gott will etwas von mir. Normalerweise wollen immer die Menschen etwas von Gott. Aber Gott wollte was von mir. Und das war für mich ganz einfach. Oh Gott, vergib mir alle meine Sünden, Amen, erledigt.
Immer wieder kriege ich das Bibelwort. Mhm. Wenn du deine Sünden bekennst, ist er treu und gerecht. Mhm. Ja, ich hab's doch gemacht. Nee, Helmi, was hast du gemacht? Ach so, das meinst du. Okay, ich habe das gemacht, das gemacht, das gemacht, das gemacht, das gemacht. Amen. Jetzt ist es erledigt. Mhm. Und dann wurde ich mir bewusst, ich bekam über 100 Mal Freispruch. Und ich war schuldig. Und dann sage ich, nee. Und ich sage, Gott, das kannst du von mir nicht erwarten. Ich stehe ein halbes Jahr vor der Entlassung. Wenn ich jetzt diese 100 Delikte einräume, das kostet mich noch einmal 15 bis 20 Jahre Gefängnis. Nee, das mache ich nicht. Mhm. Aber es hat mich nicht mehr losgelassen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du dich mal ehrlich mit den Worten Gottes beschäftigst, es lässt dich nicht mehr los. Ja, ja. Aber Sie hatten ja wirklich schwere Schuld auf sich geladen. Ja. 148 Straftaten, für jede einzelne sogar eine Tätowierung am Körper. Sie sind ständig daran erinnert worden, was Sie verbockt haben. Ja. Wie sind Sie mit dieser Last letzten Endes umgegangen? Gut, während ich die Tätowierung gemacht habe, das war Stolz, was ich gemacht habe. Ich war stolz auf das, was ich gemacht habe. Aber als ich mich bekehrt hatte, begann ich über meine Straftaten nachzudenken. Und ich habe dem Staatsanwalt geschrieben, so und so sieht's aus, ich habe mich bekehrt, die Bibel sagt so und so, ich muss bekennen, 100 Freisprüche, ich bin 100 Mal schuldig. Mhm. Und ich wusste, wenn jetzt ein dünner weißer Brief kommt, ist alles erledigt, ist alles super, kommt ein dicker Brief, dann habe ich mein eigenes Grab geschaufelt. Und es kam ein dicker Brief, mhm. Anklageschrift. Ja. Und ich habe dann gelesen, für das 8 Jahre, für das 10 Jahre, für das 5 Jahre, für das paar Monate und so weiter. Und ich habe so die Monate zusammengerechnet und kam auf 123 Jahre. Oh. Also Strafzusammenzug sind es 20 Jahre nochmal. Und ich war sauer auf mich. Wie konnte ich so blöd sein? Wie heißt das Bibelwort? Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Und irgendwann nehme ich den Brief wieder zur Hand und sehe, dass noch ein Blatt Papier drin ist. Mhm. Ein weißes Blatt Papier. Und da steht drin, lieber Bruder Bunz. Mich hat noch keiner Bruder genannt. Gell? Und ich kann mich noch gut an Sie erinnern. Und die ganzen Straftaten, die Sie jetzt bekannt haben, stehen nicht im Verhältnis zu dem, warum Sie jetzt in Bruchsal sind. Und jetzt kommt mein Lieblingsparagraf. Und wir stellen alle Straftaten ein nach Paragraf 154 StPO. Und für Ihre Entlassung am 15.02.1985 wünsche ich Ihnen gottesreichen Segen. Mhm. Wow. Und jetzt begann ich, dem Worte Gottes zu glauben. Mhm. Wenn das steht, dann treu und gerecht. Gott war treu und Gott war gerecht. Mhm. Und die Erfahrung durfte ich machen. Ja. Wow. Ja. Ja. Und Sie haben darin praktisch auch gesehen, dass Gott Ihnen vergeben hatte. Ja. Ist das richtig? Ja, ja, mhm. Ja. Ja. Mhm. Es gibt nichts, was Gott nicht vergeben will. Mhm. Aber er wartet darauf, ja, ja. Dass wir ihn um Vergebung fragen. Jetzt haben Sie aber sehr, sehr vielen Menschen schlimme Dinge angetan. Haben Sie auch erlebt, dass Menschen Ihnen vergeben haben, nicht nur Gott? Habe ich erlebt. Mhm. Und zwar, nehmen wir mal diesen Polizisten, der ums Leben kam. Gell? Ja. Das war ein Polizist, der hatte eine Frau und 5 Kinder. Und ich habe mich mit der Familie, die habe ich besucht. Und da haben die mich zum Essen eingeladen. Mhm. Und während wir so essen, dann sage ich, sag mal, ihr seid doch diese Familie, wo der Vater durch den Verkehrsunfall ums Leben kam. Ja, das war für uns schrecklich und so weiter. Sag, wisst ihr, ich bin der Fahrer des Autos gewesen. Ich kann euch den Papa nie mehr zurückbringen. Ich kann Ihnen Ihren Mann nie mehr zurückbringen. Aber wissen Sie, ich habe mein Leben Jesus übergeben. Und die Bibel sagt auch von Wiedergutmachung. Und ich bitte Sie um Vergebung. Dann steht die Frau auf und nimmt mich in den Arm. Ich habe gedacht, was ist jetzt passiert? Und dann sagt sie, wissen Sie, mein Mann war gläubig. Und als wir die Nachricht bekamen, dass der Papa und mein Mann tot ist, seit diesem Tag beten wir für sie, dass der lebendige Gott ihr Leben rettet. Und heute bekamen wir leibhaftig eine Gebetserhörung. Mhm. Und ich bin heute noch in Kontakt mit der Familie, mhm. Und es ist alles gut.
Das ist eins. Das ist eins, wo auch Menschen mir vergeben haben. Yes. Der absolute Wahnsinn. Das ist der Hammer. Ja, ja, ja. Sie haben eine Lösung für Ihre Schuldfrage gefunden, aber da waren ja auch ganz viele Verletzungen. Ihre Mutter hat Sie ausgesetzt, Ihr Vater hat Sie verprügelt, hat Sie sogar mal zur Strafe in den Fluss geworfen als Kind. Ja. Okay. Wie sind Sie mit diesen Dingen umgegangen? Gut, ich habe immer wieder probiert, Kontakt zu meinem Vater aufzunehmen. Es hat nie geklappt. Mhm. Und irgendwann habe ich ihn am Telefon erwischt und sagte ihm, hör zu, ich bin gerade in Schwarzenberg, da war so eine Blaukreuz-Freizeit, da habe ich mitgearbeitet, wollen wir uns nicht heute Mittag im Wald treffen? Jetzt musst du denken, weißt, mein Vater hat mich im Wald verprügelt. Ich habe meinem Vater gesagt, und wenn ich dich erwische, erschieße ich dich. Und dann sage ich, jetzt soll es gehen in den Wald. Mein Vater ist ein mutiger Mann, er kam. Und ich habe ihm erzählt, so, wie es mir ergangen ist nach meiner Entlassung, auf welche wundersame Weise der Herr gesorgt hat, dass ich entlassen werden kann. Und ich bat ihn um Vergebung für das alles, was mir bewusst war. Und auf einmal fängt mein Vater an zu erzählen und hat mich um Vergebung gefragt. Und sagt, kannst du mir vergeben, wegen dem? Und hinterher haben wir uns in den Arm genommen. Wir sind im Schnee, in den Matsch gekniet und haben füreinander gebetet. Und dann war alles gut. Okay. Mitten im Wald, im Winter? Im Winter. Haben Sie sich getroffen? Ja, ja. Februar. Mhm. Ja. Ja, ja. Es war schön. Was hat dieses Erlebnis mit Ihrem Vater bei Ihnen ausgelöst? Als ich mich bekehrt hatte, hatte ich gar kein Problem, mit Jesus zu sprechen. Ich konnte aber nicht Gott als meinen Vater akzeptieren. Es hat mich gewundert, warum geht es nicht? Aber mein Verhältnis zu Vätern war so gestört. Ich wollte nicht Gott als Vater. Ich wollte ihn als Kumpel, als Freund, aber nicht als Vater. Aber als ich mich versöhnt hatte mit meinem Vater und zwischen uns war alles gut, war es für mich kein Problem mehr, Gott als Vater anzuerkennen. Okay? Sie haben gesagt, dass Sie total abgestumpft waren und auch für Menschen wirklich keinerlei Mitgefühl hatten. Wie hat sich das verändert? Wenn ich heute mit Menschen in Kontakt komme und ich merke, mit dem Mensch stimmt was nicht, das dreht mir das Herz um. Mhm. Oftmals, wenn ich nur sehe, wenn ein Kind leidet, da kommen mir oftmals schon die Tränen. Mhm. Das heißt, aus dem harten Herzen hat Gott ein ganz weiches Herz gemacht. So hart, wie ich früher war, ich bin heute sehr am Wasser gebaut. Mhm. Okay? Da muss nur eine Liedzeile kommen und es bewegt mich so. Und schon wieder laufen die Tränen. Mhm. Und dann sagt meine Frau, ach, bewegt es dich wieder. Gell? Sag ich, ja. Das heißt, der Herr hat mich weich gemacht. Mhm. Ja. So der harte Wilhelm, den gibt es nicht mehr. Jetzt kommt der Weiche, der Helmi, der Weiche. Ja. Es ist vieles gut geworden in Ihrem Leben, aber auch ganz, ganz viele Jahre haben Sie praktisch vergeudet mit Verbrechen, mit Gefängnis. Oder wie sehen Sie das, wenn Sie auf diese Zeit jetzt zurückgucken? Vielleicht verstehen Sie das nicht, ich weiß es nicht. Ja. Aber ich bin Gott für jeden Tag dankbar, wo ich im Gefängnis war. Mhm. Weil ich habe da was gefunden, was ich vielleicht hätte in der Form nie finden können. Ich habe einen kostbaren Schatz gefunden. Ich bin gläubig geworden. Und ich sage oftmals meine Kinder auch, wenn ich gewusst hätte, was für eine Action im Glaubensleben ist, ich wäre nie Gangster geworden. Ich hätte mich schon mit 5 bekehrt. Ja. Vielleicht noch zum Schluss, die Zeit, die Ihnen noch bleibt, wie möchten Sie die füllen? Gut, ich habe eine ganz tolle Familie, bin verheiratet, habe 2 Söhne. Klar will ich viel, viel Zeit mit meiner Familie verbringen, aber ich will weiterhin an die Ränder gehen der Stadt.
die Ruhelosen zu besuchen. Beispiel, ich war in Stuttgart in dem alten Haus, wo ich früher gearbeitet habe, das ist ein Bordell, und habe den Damen erzählt von meinem Buch, was kommt. Jetzt habe ich erfahren, das ganze Bordell, jede Dame hat das Buch gekauft. Wow. Und sie haben geweint, 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 weil sie erkennen sich da drin. Und mir ist wichtig, dass Leute, wo keiner zu denen geht, ich will zu denen gehen. Mhm. Und will ihnen sagen, für dich gibt es eine Chance. Mhm. Ja. Und die Leute begleiten. Das ist das Ziel. Vielen Dank. Herzlichen Herr Dank, Bunz, dass ich nah da sein durfte. Deshalb liebe ich unsere Sendung ERF Mensch Gott, ja, weil ich da so Menschen kennenlernen darf wie vielen Sie. Vielen Dank. Und ja, vielen Dank für die Begegnung. Vielen Dank. Also, bevor du jetzt die Bibel rauchst, lies sie lieber. Aber Vorsicht, es könnte dein Leben verändern. Was dein Leben aber ganz, ganz sicher verändert, ist, wenn du ernsthaft zu Jesus betest und ihn bittest, dein Leben in seine Hand zu nehmen. Warum? Weil er dich liebt und gute Pläne für dich hat. Wenn wir dich dabei unterstützen sollen, schreib uns einfach eine Mail oder kommentiere unter diesem Video. Ebenso freuen wir uns natürlich auch über dein Like und wenn du unsere Sendung weiterempfiehlst. Danke dafür.